unsere Stromversorgung läuft, dann wollte ich den auch laufen lassen. Ist nicht doof, dann um meine Bauerbot hier hin. Ah, okay, rennt um Bord, Bauerbot hier. Hätte Bad, Powerbad. Wie viel brauchen wir eigentlich? Also wir brauchen 12 Eimer. Das heißt 12 mal 4 gleich 48 durch 2 sind wir bei 24. Beste Rechnung. Powerboard. Die Frage, wie viel der Reaktor liefert, gell? Ah, okay. Dann passt nicht. Dann passt nicht. Es passt alles. Das habe ich gebaut. Glaube nicht, dass das passt. Ja, du hast es ja auch gebaut. Jetzt habe ich dich wieder gebaut. Vorher hast du gesagt, du hast es gebaut. Ja, aber in Wirklichkeit hast du es ja gebaut. Ja, aber das, was fehlerhaft ist, hast du gebaut. Was ist denn jetzt fehlerhaft? Ich habe da keinen Finger reingesetzt. Doch, du bist bei der Energiezelle unten rausgefallen. Das ist ein Fehler. Das passt jetzt nicht in meinem aktuellen Projekt, das ich haben möchte. So. Müsste ich ja auch noch mit reinklemmen. Was? Das müsste ich ja auch noch mit reinklemmen. Meine Ja, ich Produktion. brauch. Ja, aber ich Redstone. brauche Gelit. Bin nicht so nett und hol dir Redstone. Ich brauche aber ja kein Redstone. Ich bin ja Ja, durch. für das Schneebälle drauf. Mach, was du Ja, gemacht hast. das hat sich ja genau ausgegangen. Okay. Mit meinem Redstone, was ich vorher reingelegt hatte. Hör mal, ich habe auch noch 64 im Inventar. So, und wir fahren jetzt zweimal raus und wir fahren unten raus. Können wir das irgendwie Andreas machen? Ja, aus. Andreas. Ja, wir können das so machen, ist doch egal. So, Guck wo einfach bekommen die wir jetzt Panzer. Nita her? Blaues Aha. Input, ja. Oder? Ja, ich Ja. glaube. Blaues Input. Wieso bekommen wir jetzt das Sand ins System geliefert? Weil ich automatisiert habe, drüben bei meiner Ilorium-Produktion. Damit wir auch wieder ein bisschen Sand haben, weil wir brauchen ja ziemlich viel Glas und so. Siehst du? Verstehe, 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 verstehe. Deswegen habe ich das Überflüssige, was die Maschine produziert, gleich ins Emir geleitet. Jetzt zu faul. Ich mache einfach ein Rezept mal an. Sandstone. Brauchen wir mal 100 Stück. Gut, dann muss ich wieder hoch zu dir. Bin nicht da oben, ich bin schon bei unten. Bist schon Im wieder Keller. unten? Bist schon fertig? Weiß nicht, wenn noch ein paar Energiepipes fertig sind, dann bin ich fertig. Ja, ich brauche ja nicht das. Ich brauche jetzt erstmal wieder Niter. Niter, Nitor. Niter, das Zauberwort. Natürlich könnten wir auch nachschauen, ob wir Salpeter gefunden haben. Könnte doch sein, dass wir sowas Wir schon haben haben, oder? Salpeter gefunden. Und mit Salpeter können wir auch irgendwie Niter herstellen. Redstone, Junge. Nein, nicht Creeper-Kämpfe, Redstone und ja. Da passt das nämlich 10 Niter. Wir haben eigentlich voll viel Energie-Pipes rumflitzen, weißt du das? Ja, irgendwie muss ja Energie von A nach B kommen. Wir tun Ja, ja also. nichts mit Tesseract-Ding. Ja, mit der Sache wäre eh voll ineffizient. Ja, wir bauen halt hier alles relativ verbuggt. Ist So wie zurück für unser dieses. Raumhaus eigentlich nicht ist. Ja. Dann passt, dann haben wir mal die Energieversorgung sichergestellt. Was die Mal gucken. Energieversorgung gesichert. So, ich habe mich auch gekümmert. So, jetzt muss ich mich nur darum kümmern, dass du mir sagst, wo du dein Gelit möchtest, wenn du nicht deine Redstone-Pipes machst. Was ist das? Ja, die Porte jetzt zum Beispiel kurz rausnehmen. Wenn wir natürlich schauen, dass das Ganze aufgeht. Einmal nicht schauen. Der Magma-Crucible hat Energieverlust. Achtung, Was Achtung, zentrale Magma-Crucible meldet Energieverlust.
Ich jetzt mal. Ja, mir sagen, wieso? Du hast keine Ahnung, gefrischt. Wenn wahrscheinlich die Leitung zu beansprucht wird. Wenn dann die Hauptleitung. Obwohl unten haben wir eigentlich voll viel Strom drauf. Nur unten gibt da voll wenig Strom rein. Weil hier eine Leadstone ist, deswegen. Ja, trotzdem. Ja, weiß trotzdem, sind 8 Jahre. Wie viel braucht er? Mehr. Er braucht 108. Gut, deshalb wird's weniger. Ich habe ja noch welche im Inventar. Ich werde gleich setzen, wenn er so welche sickert. Du bist schon Junge. Denkst du wirklich, ich sollte dir glauben? Ja, nicht so schlecht. Ich sag ja immer das Falsche. Immer das Falsche. Ja. Gut. Soll ich dir dann glauben? Ja, weil Lügen immer gut ist. Beste, was gibt auf der Erde. Ja, aber es sind ja alles nur Notlügen, das muss man ja dazu sagen. Notlügen, Mann. Bin ich bei dir immer in der Not stecke. Lüge ich immer. Du steckst nie in der Not. Ja. So schlecht ist es dir bis jetzt auch noch nicht ergangen. Mit dir schon, doch. Boah, ey. Sitzt ja nicht so viel, Set. Muss ich. Find ich nicht, also. Ich hab mich immer gut um dich gekümmert. Was? Immer ein guter Mensch. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Die Zeiten sind schon lange vorbei. So, ich hab gleich dein Glied. Mein Glied? Was machst du mit meinem Glied, Junge? Warum ja, greifst du das? In meiner Hand halten und schlimme Dinge tun. Nein. Das könnt ihr mir vorstellen, dass dir das gefällt. Aber was du schon wieder denkst. Nur versaute Sachen. Nur versaute Sachen. 7 Eimerchen. Ach, das dauert immer. Wieso habe ich das überhaupt in den Fluttransporter gelegt? Der Block ist. Hab ich mich jetzt auch noch verrechnet? Nein, er braucht nur ewig. Ich dachte schon, ich habe mich verrechnet. Ich. Du und die verrechnet, das würdest du ja nie tun. Wäre ja nicht so, als wäre man viel 100.000 Magnete. Wohin denn? Ja, da wo fahr ist. Nicht in die Physik. Also immer zwischen rein, ja. Darauf achten, dass du eins nicht doppelt sitzt. Sonst fehlt dir eins. Bin ich dumm. Doch, bist du. Da kann man es genau machen. Dann. Den Kack hier rausruppen. Was doch um. Bauen wir es doch um. Sicher nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Du hast dich aber gut jetzt verrechnet. Warum? Du hast 12 einmal gesagt. Wir brauchen nur 10. Okay. Ja, kann schon Depp sein. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge nehmen wir dann wirklich in Betrieb. Und macht's gut, also tschüss. Tschüss.